Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder was Cooles für euch, und zwar habe ich ein Internetradio vom Hersteller Numan zum Testen bekommen. Und dieses wollte ich euch hier gerne auch vorstellen. Ihr seht es hier auch schon direkt vor uns. Ich finde, es hat auf jeden Fall ein sehr schickes Design hier mit dem Holz außen herum und schaut richtig cool aus. Was das Besondere an dem Radio ist, ist, dass er, wie gesagt, Wi-Fi hat und sogar einen LAN-Anschluss, also ihr könnt es direkt mit dem Router verbinden, und außerdem besitzt es Bluetooth und als weiteres Feature sogar Spotify Connect. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr ein Spotify Premium Abo habt, könnt ihr euch hier direkt mit dem Radio verbinden und eure Lieblingsmusik darüber auch direkt hören. Und ich muss gestehen, der Klang ist wirklich super. Er hat hier 20 Watt RMS und es klingt auf jeden Fall super gut, wirklich hat viel Bass und richtig einen sauberen Klang. Das Einzige, was ich bemerkt habe, ist, bei leiser Lautstärke hört man so ein komisches Knistern, das übertont dann, wenn man etwas lauter macht, wird das übertont, wie gesagt, das hört man dann nicht mehr. Woran das liegt, vielleicht an den Sendern oder dass ich hier irgendwie irgendwelche Störungen, Störsignale habe hier im Raum. Ich habe hier eine Überwachungskamera, ob es daran liegt, dass die irgendwelche Störungen verursacht, weiß ich nicht. Ich habe sie nicht abgeschaltet. Wie gesagt, ich mache einfach etwas lauter und dann hört man diese leisen Knistergeräusche nicht. Die werde ich euch aber natürlich auch noch zeigen. Vielleicht liegt es auch einfach nur an dem Modell, was ich hier zum Testen bekomme. Das kann auch natürlich sein. Ja, nichtsdestotrotz zeige ich euch nochmal, was wir alles hier dabei haben. Ihr bekommt einmal hier eine Bedienungsanleitung und dieses hier auch auf Deutsch. Ich habe nur kleine Fehler festgestellt. Ich schaue mal, ob ich die kurz finden kann. Und zwar kommt es mir vor, als wenn man irgendwo an manchen Stellen vergessen hat, hier eine Leertaste zu drücken in der Beschreibung, damit ein kleiner Abstand entsteht. So, zum Beispiel hier, vielleicht kommt es mir nur so vor, aber es schaut aus, als wenn hier zum Beispiel einfach eine Leerzeile fehlt, oder? Oder es ist so gering, dass man das echt kaum merkt. Also bei mir schaut es aus, als wenn das hier, gerade hier, ausgeschalteten Computer, hier ist doch keine Leerzeile. Naja, ich werde es auf jeden Fall dem Hersteller mal melden. Vielleicht müssen die sich da nochmal an die Druckerei wenden, um die Fehler auszubessern. Dann bekommt ihr hier nochmal so ein Infoblatt, damit ihr wisst, wie ihr zum Beispiel euer Spotify hier mit dem Gerät verbindet. Und wie gesagt, ihr braucht unbedingt Premium, sonst funktioniert es nicht. Als weiteres haben wir hier irgendwie Handschuhe mit dazu bekommen. Wofür auch immer. Und hier natürlich eine Fernbedienung, die ist auch sehr einfach gehalten, also ist nichts Großartiges. Mit der kann man auf jeden Fall die meisten Sachen einstellen und auch das Gerät komplett so bedienen. Ihr seht hier auf jeden Fall schon mal hier die Lautsprecher links und rechts und hier in der Mitte das kleine Display. Das ist auch ein Farbdisplay. Und ihr seht hier jetzt im Standby-Modus die Uhrzeit und das Datum. Und ihr könnt das Ganze auch deaktivieren, damit hier auch nichts mehr angezeigt wird. Und ich denke mal, dass das Gerät dann auch komplett aus ist. Wobei ich hier gerne auch die Uhrzeit sehen möchte, wenn ich das Radio anschaue. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier auf der oberen Seite verschiedene Bedienelemente, wie ihr hier sehen könnt. Ich versuche mal ein bisschen ran zu zoomen. So, ihr könnt das Ganze hier auch, also mit den Tasten hier auf dem Bedienfeld bedienen. Hier haben wir ein Rädchen, damit könnt ihr die Lautstärke laut und leiser machen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr drauf drückt, im Menü zum Beispiel auch bestätigen. Ja, dann schauen wir uns hier nochmal die Rückseite an. Hier haben wir, wie ihr sehen könnt, hier eine Antenne, die man aus- und einfangen kann, falls der Empfang schlecht ist. Dann habt ihr hier mal das Netzteil, das angeschlossen ist bei mir schon. Hier das erwähnte LAN-Anschluss für einen Router. Dann haben wir hier Line-Out und Aux-In. Das heißt, ihr könnt es auch mit der Anlage verbinden.
Oder auch zum Beispiel hier mit einem MP3-Player, das nicht zum Beispiel Bluetooth-fähig ist. Und ja, das könnt ihr so zum Beispiel nutzen. Das Gerät selber wiegt auch ganz ordentlich. Und zwar haben wir hier 2,6 Kilogramm Eigengewicht vom Radio. Und das ist schon wirklich ordentlich für die Größe. Und das ist für mich ein Zeichen auch, dass hier gute Hardware verbaut ist. Auf jeden Fall die Lautsprecher, wie gesagt, klingen super gut. Dann haben wir hier eine Länge von 270 mm, eine Höhe von 110 und eine Tiefe von 180 mm. Das sind so die Maße von dem Ganzen, damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt und eventuell einen Platz dafür habt, wo ihr das zum Beispiel hinstellen würdet. Ja, schalten wir das Gerät einfach mal ein hier. Das mache ich hier mit der Fernbedienung. Zack. Und schon wechselt er zu meinen letzten gehörenden Sendern. Ihr seht hier, ich habe zum Beispiel fünf verschiedene Favoriten. Das ist auf jeden Fall jetzt mein fünfter Sender als Favorit mit dem Stern hier. Und ihr seht hier oben rechts haben wir auch nochmal die Uhrzeit. Dann habt ihr hier den Namen des Senders und hier eine Beschreibung zum Beispiel, was auch gerade hier so läuft. Und mit der Source-Taste könnt ihr zum Beispiel hier. Kommt ihr im Menü, das schaut richtig schick aus, wie ich finde, wie bei den Apps auf dem Handy zum Beispiel. Habt ihr hier jetzt die Möglichkeit, hier Internetradio auszuwählen. Neben dran haben wir das Spotify-Zeichen. Wie gesagt, ihr braucht Spotify Premium und könnt dann das Ganze hier zusammen verbinden. Dann könnt ihr hier zum Beispiel über euer Netzwerk hier auf euren PC zugreifen und dann auch Musik abspielen, die ihr dort habt. Und hier haben wir nochmal DAB-Radio. Also das ist digitales Radio nochmal zurück. Hoppala. Hier, ups, wo habe ich jetzt gedrückt? Ich wollte eigentlich nach unten. Moment. Okay. Da haben wir dann hier ganz normales FM-Radio. Wie gesagt, am besten die Antenne rausziehen, weil sonst könnte es sein, dass der Empfang etwas schlechter ist. So ist es zumindest bei mir. Vielleicht liegt es wirklich an den Störungen hier der Kamera und der Router ist hier auch gleich unten drunter unterm Tisch. Ja, dann haben wir hier unten das Zeichen hier für Bluetooth. Wie gesagt, könnt euer Handy damit verbinden und hier auch nochmal direkt für AUX, zum Beispiel für einen MP3-Player, also für Geräte, die kein Bluetooth können, könnt ihr damit direkt verbinden. So, dann seht ihr zum Beispiel hier meinen Favoritensender. Und ihr könnt hier mit der Fernbedienung einfach hier, indem ihr Menü drückt, ins Menü kommen. Und dann seht ihr hier zum Beispiel die zuletzt gehörten Sender, die ich angehört habe. Und könnt euch dadurch auch schnell den Sender wieder auswählen, wenn euch einer gefallen hat. Außerdem könnt ihr hier in die Senderliste gehen. Da könnt ihr dann nach Ländern suchen, nach verschiedenen Genres und so weiter. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Sender. Wie ihr sehen könnt, haben wir als erstes Länder, dann Genre und ja, populäre Sender, neue Sender. Ihr könnt einfach wählen, was ihr wollt. Zum Beispiel nach Ländern. Und dann, wie gesagt, zum Beispiel Deutschland. Machen wir alle Sender. Und da haben wir auf jeden Fall einen Haufen an Sendern hier zur Verfügung. Und ihr könnt euch da einfach mal durchklicken und einfach mal die Sender anhören, die euch am besten gefallen. Tut ihr einfach in die Favoritenliste. Und habt ihr dann auch schnell abrufbar, sage ich mal. So, gehen wir dann mal in die Einstellungen. Ich gehe hier nochmal zurück. Und dann gehen wir mal in die Systemeinstellungen hier. Ihr habt hier einen Equalizer, den könnt ihr einstellen, je nachdem, was ihr so in Musikrichtung hört. Ihr probiert einfach mal die einzelnen Equalizer aus. Da gibt es zum Beispiel normal, mittig, Jazz, Rock, Soundtrack, Classic, Pop, Nachrichten. Und euren eigenen Equalizer. Da könnt ihr auch nochmal einstellen nach eurem Belieben. Dann habt ihr die Internet-Einstellung. Hier könnt ihr zum Beispiel euch direkt mit dem Internet verbinden, mit eurem Router und könnt es hier alles einstellen. Zeit und Datum könnt ihr einstellen. Hier könnt ihr auch nach Sommer- und Winterzeit gehen. Automatische Aktualisierung. Sprache natürlich. Sprachen gibt es auch unendlich viele. Für Leute, die es vielleicht interessiert, könnt ihr kurz mal schauen, ob alles dabei ist, was ihr braucht. Also die gängigsten Sprachen sind hier mit dabei.
Werkseinstellungen, Software-Update könnt ihr machen. Dann gibt es einen Einrichtungsassistenten. Info, hier könnt ihr zum Beispiel die Software-Version abrufen. Dann haben wir hier, wie gesagt, diese Display-Beleuchtung. Ihr könnt hier den Betriebsmodus einstellen, ob sie hoch sein soll. Jetzt haben wir es ein bisschen heller gemacht. Dann könnt ihr hier im Standby-Level, also wie gesagt, wenn ihr im Standby seid, könnt ihr zum Beispiel das Display auch komplett ausschalten, wenn ihr möchtet. Multiroom, das habe ich noch nicht ausprobiert. Da kann man vielleicht eventuell mit mehrere Lautsprecher koppeln, so würde ich das bezeichnen. Hier sehe ich auch noch mal Empfehlung, und zwar habt ihr hier teilweise auf Deutsch und teilweise auf Englisch. Das müsste man vielleicht auch ändern. Das werde ich auch noch mal an Nummern weiterreichen, damit man das vielleicht durch ein Update noch beheben kann. Und jetzt gehen wir einfach mal zur Musik, und ich zeige euch mal dieses Knistern, was ich vorhin erwähnt habe. So, ich glaube, das hört man. Auch auf 1. Ja, und wenn ihr dann lauter macht, ich sage mal, ab 9 wird es schon weniger, 10 noch weniger. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr das jetzt so mitbekommt vom Klang her, aber hat richtig schönen, sauberen Klang. Was für Musik das ist, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, das wird nicht bei YouTube gesperrt werden. Deswegen habe ich auch so einen Sender rausgesucht. Leider klingt das jetzt echt beschissen, sag ich mal. Aber der Klang ist wirklich super schön und klingt wirklich super sauber. Hat einen schönen tiefen Bass, den ihr auch in anderen Räumen noch hört. Und da denkt ihr, boah, was hat denn der für eine Anlage hier drin? Aber es ist hier dieses kleine Radio, das echt einen schönen Klang hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, was dieses Knistern ist. Vielleicht liegt es an dem Gerät, vielleicht liegt es an irgendwelchen Störungen hier. Da werde ich auch noch mal nur mal nachfragen, was die mir dabei raten und was die dazu sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall finde ich das Radio selber echt nicht schlecht. Wenn diese kleinen Störgeräusche hier jetzt nicht stören, kann ich euch wirklich empfehlen. Es hat wirklich einen super Klang. Ich habe bis jetzt schon sehr viele Internetradios testen können und ausprobiert. Und ich muss echt sagen, vom Klang her ist das bis jetzt mein absoluter Favorit. Er sieht auch wirklich super schick aus, hat echt einen richtig geilen Klang. Also ich kann es echt nur wiederholen. Und auch die Einstellungen sind sehr einfach. Auch die Einrichtung mit Internet, mit Spotify Connect finde ich super. Einfach klasse, wirklich klasse. Ja. Das war es eigentlich auch schon, und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was zeigen vom Radio. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was. Der Preis ist etwas hoch, ich glaube ca. 280 €. Aber dafür bekommt ihr wirklich ein tolles Designer-Radio. Und wie gesagt, mit der Verbindung über LAN-Kabel werdet ihr keine Probleme haben. Vielleicht, wenn ich das über LAN angeschlossen hätte, wären vielleicht auch diese Störgeräusche aus, dadurch, dass man dann nicht mehr über WLAN verbunden ist. Ich kann es nicht sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Vielleicht hat der eine oder andere das gleiche Radio und kann uns vielleicht einen Tipp geben, woran das liegt. Und ja, wie gesagt, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Trotz des hohen Preises, der Klang und das Design lohnt sich auf jeden Fall. Danke, Leute, fürs Zusehen, und ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.